Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Moto-Vlog. Ich mache mich jetzt gerade auf den Weg zum Aiki. Der fährt dieselbe Maschine wie ich und hat auch einen YouTube-Channel, macht auch Moto-Vlogs. Der wohnt nicht allzu weit weg von mir. Ich denke mal, in Zukunft gibt es bestimmt auch mehrere Videos mit mir und ihm zusammen. Und da er dieselbe Maschine fährt wie ich, ist das eigentlich ganz geil. Also sein ist zwar 2 Jahre jünger als meine, aber im Endeffekt nimmt sich das nicht viel, außer dass er Doppelzündung hat und ABS, und sonst ist es im Prinzip the same shit, as I would say. Auf geht's, Mutti, auf geht's! Komm mal um die Kurve rum mit dem Ford Fiesta! Jawohl! Oh, jetzt habe ich Reserve, jetzt muss ich ja tanken, das habe ich ja komplett verdallert. Ja, dann fahre ich ja gleich noch schnell zur Tankstelle. Jetzt kein Bock, dann danach noch irgendwie blöd rumzutun. Ja, eine schöne C63. Das Ding sieht edel aus, Alter. Ein Schein sitzt drin und der andere nicht. BWS-Felgen, geiles Teil. Junge, geht's hier schon wieder zu. Ich weiß gar nicht mal, was hier so los ist. Alter, die scheppert wieder. Es macht so Bock, dieses Motorrad zu fahren. I'm in love with my bike. Es ist so... Ich liebe es. So, jetzt biegt er. Oh no, Alter, wieso habe ich jedes Mal so viel Scheißpech, wenn ich diese Strecke fahre? Ey, das kann es doch nicht sein. Angefickte Scheißbahnschranke, Mann. Jedes Mal, wenn ich fahre. Jedes Mal. Ah. Das ist die beschissenste Bahnschranke überhaupt. Da steht man nämlich ungefähr echt gefühlte 10 Minuten, weil von beiden Seiten die Scheißbahn kommen muss. Das ist echt schon ein richtiger Abfuck. Nice. Ja, schaut auf jeden Fall mal beim Aiki vorbei, hat ja auch einen YouTube-Channel, macht ja auch Motovlogs. Ist auf jeden Fall ein Blick wert, wenn wir mal so ausdrücken. Ja, Mann, richtig lässiger Typ. Also ist schon gut oben. Ja, vorhin sind wir die Strecke gefahren bei Mosach, der eine oder andere hat bei mir ein Video eh schon geschrieben, oh, ist eine geile Strecke und so. Aber das ist auch jetzt dann, mittlerweile wird es dann schon zum Ende der Saison, liegt da so viel Laub, weil das so im Wald ist, die Strecke. Und da muss man dann echt höllisch aufpassen, also hat da auch schon die eine oder andere schlechte Erfahrung gemacht. Hat es da auch schon mal einmal gut auf die Goschen gelegt. Und deswegen das eher mit Vorsicht genießen. Junge, und ich habe ungefähr 5000 Fliegen in meinem scheiß Visier, Alter. Das ist 5000 Fliegen auf meinem Visier, hä? Soll der Scheiß. Genau. Was ist los? Weil wir stehen hier, ja, und die kacken alle ungefähr end ab. Aber hier kann man eigentlich nicht vorbeifahren. Ja. Ja, das ist am Gegenverkehr. Ja, lass mal weiter schauen, oder? Lass mal weiter düsen. Stirb mir die Karre ab, verdammt! Hey, wohin? Ein bisschen rumalbern. Gute Pony, Gale und Bühl. Ja, gut, schauen wir mal hin.
Supermoto Offroad, dickes Woo! Dafür sind die Dinger ja gebaut. Geilster Shit, Mann. Da geht der Hinterreifen ja sofort durch. Nice Spot, Digga. Da freue ich mich jetzt drauf. Ein paar Fotos schießen. Wenn ihr mehr sehen wollt von mir und Aiki zusammen, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da und einen Kommentar eventuell, wenn ihr Bock habt. Alter, lässt der knattern, Mann. GT3 RS, so ein dickes Ding, Jungs und Mädels.